So, hallo, da sind wir wieder bei Assassin's Creed 2 und ja, gucken wir mal, was wir machen müssen. Da ist ein Aussichtspunkt, den sollte ich mir erhaschen. Wir sind stolz auf unsere gute Qualität zu gerechten Preisen. Seht doch selbst! Noch so ein Kasper. Idioter. Was heißt denn hier Kasper? Ich geb dir gleich Kasper. Ich bin immer noch geschockt, wie diese Gesichter von denen aussehen, ne? Das ist wirklich... Warum haben die das gemacht? Die hätten es doch einfach nur glätten müssen, das Spiel. Oder irgendwie, was weiß ich. Ich verstehe es einfach nicht. Das macht mich fassungslos, was die damit angerichtet haben. Gott sei Dank sieht Ezio nicht so schrecklich aus. Und nur die NPCs. Y und X. Hui. Oh, diesmal hat es geklappt. So. Kann ich gleich in der Meute verstecken. Mehr Fremdling. Oh, come on. Mich hier verstecken. Danke. So, hier dran vorbei. Interessierte Mitglieder der Steinmetz- und Zimmermannsgilden sollten ihre Bewerbungen direkt beim Gonfaloniere abgeben. Nein! Woher kenn ich? Oh nein, wirst du nicht! Wie wunderbar! Nicht dein Ernst, nicht dein Ernst! Ich töte alle, die hier durch wollen. Runter, Stronzo! Toll. Bald machst du dich endlich mal nützlich. Oh, schon wieder diese Stimme. Scheibe für die Steine der Jungs. Hände weg. Hey, paura. Wo ist mein Schwert? Sag mal. Ist nur die Klinge? Hä, wo ist mein Schwert? Kapiere ich nicht. Muss ich das extra ausrüsten? Warte mal. Oh, was kann denn das sein? Nee. Das kann nicht sein. Warum habe ich denn jetzt dieses normale Schwert nicht mehr? Ach, dieses Spiel. Du sollst auf das Dach und nicht darunter fliegen. Danke. Was für ein Athlet. Spring doch einfach da hoch. Spring doch einfach da hoch. Es ist so schwer. Ey Leute, ich habe gerade nach oben gedrückt und der geht runter. Es ist also warum? Warum?
An diesem Ort gibt es eine dieser Glyphen, die Sean erwähnte. Dies solltest du mal finden. La Rosa Colter, die gepflückte Rose, wurde im Jahr 1465 eröffnet und wurde schnell sehr wichtig für das florentinische Leben. Die Frauen waren bekannt für ihre Klasse und besaßen eine Ausbildung sowohl in Poesie und Kunst als auch in Geschlechtsverkehr. Nicht selten traf man hier Mitglieder der Signoria und manchmal sogar auch einen Medici. Naja, eine Ausbildung in Geschlechtsverkehr. Alles klar. Ihr wart ja ganz schön lange fort. Leonardo redet gerne. Das stimmt wohl. Aber sicher habt ihr nicht nur geredet. Ich gab euch die Fertigkeit, Leonardo gab euch die Klinge. Nun fehlt nur noch die Tat. Wo kann ich Uberto finden? Mein Mädchen nach ist er heute bei der Enthüllung von Verrocchios neuestem Werk anwesend. Sie findet im Kloster Santa Croce statt. Achtet so lange für mich auf meine Mutter und Schwester. Natürlich, Ezio. Als wären sie meine Familie. Okay, Uberto Alberti. Seltsameres habe ich noch nie. Salut, ihr Boy! Lass mich doch dazwischen rein! Da. Seht nur, er wird sich den Hals brechen. Was ist denn das Ziel hier jetzt? Muss ich denn hin zum Geier? Salve! Wo ist denn das Ziel? Ist es hier auf dem Dach oder was? Ich verstehe es nicht so ganz. Naja, natürlich ist es hier auf dem Dach. Das schon wieder? Ihr habt eure Grenzen überschritten, Uberto. Wie könnt ihr von Grenzen sprechen? Ihr, der ihr euch selbst zu Lorenzo de' Medici, Prinz von Florenz, ernannt habt. Das habe ich nicht getan. Natürlich nicht. Immer ohne Schuld. Wie praktisch.
Wenigstens sehen wir, wie weit eure Macht reicht. Offensichtlich gar nicht so weit. Eine wertvolle Lehre für mich und meine Verbündeten. Ja, eure Verbündeten, die Pazzi. Die Pazzi. Dreht es sich darum? Achtet auf eure Worte, Lorenzo. Ihr könntet die falsche Aufmerksamkeit erregen. Na gut, Roberto unbemerkt folgen. Das ist nicht so einfach. Vom Affen gebissen worden. Immer. Okay, seid ihr eine Gruppe? Okay. Wo ist er denn überhaupt hingelatscht? Das hat man mitgekriegt. Genau. Okay. Ja, und wie soll ich jetzt da reinkommen? Okay, ihr Lieben. Komme ich da durch, wenn... Ich bin ja so getarnt. Ich falle gar nicht auf. Ne? Lust auf ein bisschen Spaß. Wie ist verloren? Ach so, die lenken die jetzt ab, oder was? Oder was? Wünsche ich euch. Ich hoffe, dass ihr euch gut amüsiert. Allerdings eine schöne Ablenkung von der üblen Sache mit der Familie Auditore. Wenn man bedenkt, dass ich Giovanni einst als Bruder sah. Gebt euch keine Schuld. Wie hättet ihr wissen sollen, was er plante? Streichen wir den Namen des Verräters aus den Büchern. Möge die Geschichte vergessen, dass es ihn gab. Ja, das sollt, wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet. Gucken, wo er hinlatscht. Uberto, auf einen Moment bitte. Für euch immer, Beatrice. Also, erzählt. Nein! Du! Okay, dann machen wir es halt so. Entdeckt. Du hättest dasselbe getan. Um zu retten, was du liebst. Ja, hätte ich. Und habe ich. Die Auditore sind nicht tot! Ich bin da! Ich! Ezio! Ezio Auditore! Assassino! Natürlich. Wenn du das hier überlebst, wird deine Häuser ein paar Genügen. Oh, lass mich doch hier durch. Damn you. Weg da. Gnade. Warnung. Anonym werden. Ja, das weiß ich selber. Was macht er denn? Ach Gott. Verliert ihn nicht schon wieder! Salve! Kletter doch einfach nach oben. Ich sehe ihn nicht mehr. Er kann doch nicht weit sein. Wir finden ihn. Schätze, hier könnte man sich verstecken.
Konnte man den nicht irgendwie reinziehen? Das reicht's. Die fertig. Tschüss. So. Weiter geht's. Buonasera. Buonasera, buonasera. Was zum Teufel macht ihr hier? Jetzt zeige ich dir gleich, was ich mach. Na, komm wieder hoch. Komm, komm, komm. Laju, da, da! Ergreift ihn! Lasst los! Tschüss! Ich werde Florenz wohl besser verlassen. Wohin wollt ihr gehen? Mein Onkel Mario hat eine Villa nahe Monteriggioni. Ihr werdet noch immer gesucht, Ezio. Was würdet ihr mir dann raten? Ich habe im ganzen Bezirk Steckbriefe gesehen. Reißt sie ab und die Stadt wird euer Gesicht vergessen. Ohne Zweifel werden auch Herolde die Menge aufwiegeln. Bestecht sie, damit sie andere Dinge verkünden. Oder ihr könntet die jagen, die falsch gegen euch aussagten. Sie tauschten Ehre gegen bare Münze. Ihr Verlust wurde nicht betrauert. Erledigt einige dieser Sachen und ihr könnt die Stadt verlassen. Steckbrief entfernen. Ich habe eine Routine eingebaut, die deinen Bekanntheitsgrad misst. Diese Anzeige zeigt dir, ob du berühmt-berüchtigt bist oder inkognito. Das zeigt dir, wie vorsichtig du sein musst. Außerdem kannst du sehen, ob dein Bekanntheitsgrad Teil von Ezios Erinnerungen ist oder nicht. Bleib doch mal stehen, Alter. Moment mal. Laju! Da! Da! Ich ergebe mich! Lande! Renn sie! Fantastisch! Warum greift er den denn nicht? So eine Scheiß hier. Diavolo, loslassen! Bitte! Halt dich mit meiner Schiete! Mörder! Mörder! Schamloser Dieb! Gottes Zorn wird auf dich herabfallen! Ja, ja. Guter Gott! Wie sündig und lasterhaft die Menschen! Ich frage mich, mit wem du dich angelegt hast. Da oben ist ein Steckbrief. Wer immer du auch bist. Müsst ihr wohl da hochgehen? Hallo, Ezio. Ha, schon wieder geht er tot um in dieser gottverlassenen Stadt. Sehr unterhaltsam. Ja, und was waren diese Augen dann nochmal? Sind es Amtspersonen? Die Augen? Oder was? Noch so ein Söldner, denke ich. Das ist ein komischer. Wie
Ich habe eine Frage. Du wirst nicht entkommen. Oh, es sind zu viele. Es sind zu viele. Lauf. Ich gehe. Und das ist nie passiert. Ich sehe. Hinterher. Ich Wäre schön, wenn du schneller klettern Scheiße, würdest. Ekolob, Tempo, Party! Runter hier! Ihr dürft hier nicht sein! Verschwindet dort! Auf ihn! Oh Gott, was macht er denn? Wo ist der? Scheiße, Ekolob! Oh, der Crap. Mal guarda, probiert den Schild. Für die Merda! Da ist er! Es tut mir leid, ich gehe! Ich sehe ihn! Finde ich irgendwo eine Leiter aus dem Weg, Leute? Diese Steinfüße sind das Erste, was wir abschneiden! Laju, packt ihn! Da ist er! Ist schneller! Ich sehe ihn! Da! Er könnte hier sein. Aha! Da ist er! Du! Ich fasse es nicht. Da ist er! Auf ihn! Wo ist dein Loch? Wir haben ein ehrliches Geschäft. Hier gibt es verloren. Ekolo, Tempo, packt ihn! Mein Gott, ist der übergeschnappt? Ihr seid alle übergeschnappt. Ich kann nicht immer hier nochmal laufen, ohne dass sie ausflippen, Herr. Jetzt. Weg da. Andiamo. Was? Oh, come on. Oh Gott, das nervt mich so. Wieso hänge ich jetzt hier? Oh Mann, lauf doch! Das ist ein Kampf! Labert, mach doch noch Smalltalk, du Dumme! Ihr seid unsere große Hoffnung. Möchtest du lieber brennen? Scheiße, ich hab ihn verloren! Er kann nicht weiter. Oh, come on! Ich war doch da getarnt, Mann! Sollen der Mist! Lagt euch etwas, Freund! Verdammt! Ich verliere da! Ihm nach! Oh Gott, lauf! Da geht doch da weg! Ja, da! Packt ihn! Das kann doch nicht wahr sein! Du komm hier nicht durch! Erlaub, wo du hingehst, Panzo! Ihr seid unsere große Hoffnung! Coraggio, amico! Weg da! Alter. Lasst sie den Zaun doch. Bin bei euch! Was? Wieso sind hier so viele von diesen? Ja, versuch es! Wir kriegen ihn! Lass ihn! Pack ihn! Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht! Da! Mach den
Da hoch, los! Ich bin euch offensichtlich im Weg. Wir sind bei euch, Freund. Gott gebe euch. Oh Gott, ey, das wird ein Schreifest, dieses Spiel, ne? Ohne Scheiß. Wo ist der lang? Bin bei euch! Warum ist dieses Spiel einfach nur so scheiße? So, jetzt bitte hier rein und dann... Oh Gott, meine Nerven. Echt meine Nerven. Darf ich jetzt bitte noch zu dem Ziel? Statt den ganzen Teil nur abzuhauen? Es ist wirklich zum Kotzen. Es ist einfach nur zum Kotzen. Da hat sich einer vor langer, langer Zeit bestimmt mal gedacht. Das ist bestimmt spannend, wenn man da immer wegrennen muss. Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Ich will da hoch, Mann. Makorsa, was ist in ihn gefahren? Halt die Schnauze. Willkommen zurück, Ezio. Wart ihr erfolgreich? Ja. Mutter? Ezio, wo warst du nur? Sie wollten uns nicht gehen lassen. Und Mutter, ach, sie hat kein Wort gesprochen, seit wir das Haus verließen. Vater wird einiges klären müssen. Wo ist Vater? Und Federico? Und Petruccio? Hä? Es ist was passiert. Was meinst du? Nein, unmöglich. Claudia. No. Ich tat alles, was ich konnte, Piccina. Hör zu, jetzt ist nur wichtig, dass wir uns in Sicherheit bringen. Aber dafür musst du dich zusammenreißen. Verstehst du? Gut. Passt du für mich auf Mutter auf? Dann sind wir bereit. Nochmals danke für alles. Passt auf, Ezio. Bleibt wachsam. Ich glaube, euer Weg wird ein langer sein. Gut, hier lang. Okay. Eure Wunden, ist nicht dein Ernst jetzt hier. So recht gerichtet. Unser Herz und oft auch mehr sind euch zu Dank verpflichtet. Verpiss dich! Denk gar nicht erst dran. Sein starker Arm beschützt die Schwachen vor der mächtigen Zorn. Er hält die Mägde warm und weich und nimmt sie dann aus. Wie soll ich denn hier Geld werfen? Das Glück bleibt unserem Helden treu und spielt er seinen Trumpf.
rafft er die bösen Männer hin. Ein glorreicher Triumph. Gerechtigkeit, Gerechtigkeit in deinem Namen immerzu. Tyrannen sterben, Wachen fallen. Jetzt hier richtig? Pflege für alle. Folgt mir nach. Fliegt eure Wunden, edler Herr, ihr habt so recht. Jetzt sind es auch noch zwei, drei. Oh mein Gott. Ja, es wird alsbald an warm und weich und nimmt sie dann auf. Gerechtigkeit, Gerechtigkeit in deinem Namen immer zu. Gönnt ihm eine Flasche Wein, das Herz am rechten Fleck. Lasst ihn niemals im Kampf allein, er kämpft für eure Zweck. Lebt wohl, bel giovane. San Gimignano. Da war ich auch schon. Und auch in Florenz. Ach, andiamo. Wie konnte uns das nur passieren? Ich weiß nicht. Ja, ich auch nicht. Los, weiter geht's. Können wir ein bisschen schneller jetzt laufen? Wann können wir nach Hause? Ich weiß nicht. Los geht's. Was passiert mit unserem Haus? Ich weiß nicht. Wurden Sie... Hatten Sie ein anständiges Begräbnis? Ja, hatten Sie. Okay. Ich wollte eigentlich den Turm noch freischalten, aber na gut. Dann halt nicht. Wir sollten nah sein. Grazie a Dio. Es
Seguin. Ich gehe mal nicht davon aus, dass hier jetzt irgendwelche Gegner kommen. Oh mein Gott, da kommen wirklich Gegner. Buongiorno, Ezio. Wie kannst du Florenz verlassen, ohne dich richtig zu verabschieden? Ezio! Was willst du, Vieri? Oh, so viele Dinge. Einen größeren Palazzo, zwei neue Hengste, eine hübschere Braut. Oh, ach ja, und dein Leben. Mein Beileid für den Verlust deines Vaters und seiner Brüder. Was wird nun geschehen, wo dir keiner mehr helfen kann? Ich habe wunderbare Dinge mit deiner Mutter und deiner Schwester vor. Die werden angegriffen. Nein, nie! Das wird mir zu langweilig. Erledigt ihn und schont die Frauen nicht. Was ist das für ein Zauber? Keine Zauberei, Junge. Können. Zeigt euch jetzt! Wie du willst. Hier, benutzt das. Tötet sie! Tötet sie alle! Ja, greif doch an, Mann. Ich schulde euch Dank. Behalte das Schwert, Ezio. Kenne ich euch von irgendwoher? Erkennst du mich nicht? Ich bin's, Mario. Onkel Mario? Zu viel Zeit ist vergangen, Neffe. Viel zu viel. Ich hörte, was in Florenz passiert ist. Furchtbar. Komm, bringen wir euch hier weg. Okay, nice, der Onkel Mario. Gut, dann würde ich sagen, ich steige hier aus und dann sehen wir im nächsten Part von uns Assassin's Creed 2, wie es hier weitergeht. Also bis dahin. Bye bye.